Willkommen zu einer weiteren Folge Orange Season. Und was mache ich zuerst? Ich streiche Herrn Fluff. Oh nein, da kommt wieder der Typ mit den schlechten Witzen. Ach, der sammelt... Was sammelt er eigentlich ein? Ich hab nix. Oh nein, ich habe ihn angeklickt. Ein Picknick in den Blumenfeldern ist immer ein Fest. Ich fühle mich nur glücklich, wenn ich von ihnen umgeben bin. Okay, das ist okay. Achso, der holt den Kram ja jetzt erst ab. Richtig. Das habe ich ja nicht gespeichert in der letzten Folge, denn ich habe den Tag nicht beendet. Und dann ist ja nichts mit Speichern. Okay, was wir nicht vergessen dürfen. Erstmal schön gießen. Und dann möchte ich in die Mine. Da wollen wir uns mal umgucken. Ich weiß jetzt, wo sie ist. Und ich hatte einen Kommentar bekommen, dass es wohl eine Karte geben soll, aber es gibt keine. Wenn ich auf M drücke, passiert nichts. Und das Steuerkreuz am Controller, das passiert, wenn ich nach links drücke. Das, wenn ich nach rechts drücke. Das nach oben. Das nach unten. Ich drücke die Knüppel hier, also irgendwo, irgendwie, nee, Karte, also nee. Und hier ja auch nicht, also es gibt halt eben die Übersicht, Inventar, Werkzeuge, Freunde, Tiere, Aufgaben und der Kalender. Was ganz lustig ist, unser erstes Event am, wann ist denn das, am 14. Das ist Tomatenkrieg. Tomatenkrieg. Erinnert an die Tomatina in Italien. Ist das Italien? Oder ist das Spanien? Nee, es ist in Italien, meine ich. Wo die sich mit Massen an Tomaten bewerfen. Gut, ja, gehen wir in die Mine. So, das ist einmal gerade hoch hier. Ne, immer geradeaus. Kannst du gar nicht verpassen. Und dann einmal links halten. Und dann sind wir auch schon da. Da ist sie. Sieht sehr vertrauenswürdig aus. Stützt garantiert nicht ein. So, benutze deinen Hammer, um Felsen zu zerstören und Erz zu gewinnen. Du kannst tiefer in die Mine vordringen, indem du eine Leiter findest. Okay, also der Klassiker. Der Hammer, da ist er. Das ist ja der Hammer. Okay, der war nicht so gut. Dann kloppen wir mal ein bisschen was weg. Denn ich will mal was... Jawohl, ich will mal was herausfinden. Ich war nämlich vorhin schon mal in der Mine, also ohne Aufnahme. Wollte ich mir das kurz angucken. Und dann habe ich hier einfach irgendwelche Sachen ab... Ah, da ist sie schon. Irgendwelche Sachen abgebaut. Und auf einmal... Warte mal, ich muss mal... Da müsste ich mal nach oben... Wie kommt man da denn? Ah, mit dem linken Stick drücken. Alles klar, ich wollte gerade sagen, wo sind meine Sachen, die ich gefunden habe? Da sind sie. Da bin ich dann... Ich muss mich mal kurz konzentrieren. So, jetzt. Bin ich dann hier drin gewesen, habe irgendwelche Sachen abgebaut und auf einmal war der Tag rum. Also nur weiß ich nicht, ob ich die Zeit irgendwie verpasst habe. Oder das Spiel irgendwie gebuggt hat. Weil ihr berichtet ja teilweise schon noch von Bugs. Und ich will jetzt mal sehen, ob ich die auch finde, ob es da welche gibt. Und wenn ja, welche. Also der erste wäre für mich ja schon mal, dass an den Bäumen immer Obst hängt. Also du kannst die Karte verlassen, kommst wieder zurück und da hängt immer wieder was dran. Man kann das immer wieder einsammeln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so sein soll. Also die Sachen kann man nicht wegkloppen. Mit der Axt? Nein. Mit der Sichel? Nein. Mit der Hacke natürlich auch nicht. Also es ist einfach nur Deko. Schön, dann gehen wir mal weiter. Hier tropft es ein bisschen. Ich hoffe, das Ganze stürzt nicht ein. So, weiter geht's. Nein, da kommen wir nicht hoch. Da kommen wir nicht hoch. Und es soll hier wohl auch keine Monster geben. Das kann man jetzt gut finden, das kann man jetzt schlecht finden. Mich stört es nicht. Ich glaube, es gibt auch Leute, die wollen das gar nicht. Die wollen einfach ihre Ruhe haben, die wollen hier nicht kämpfen. Wobei die Kämpfe ja meistens nicht so wirklich dramatisch schwierig sind, aber... Ah, sehr schön. Manche wollen halt einfach nur Kram abbauen und fertig ist. Also ganz entspannt. So, ja. Das Einzige, was mich so ein bisschen nervt, dass ich jedes Mal die Taste drücken muss. Ich fände es cooler... Wenn man die Taste festhält und dann macht er weiter, aber nee. Das ist für mich so ein bisschen Quality of Life halt, ne? Dass du einfach nicht immer permanent drücken musst, drücken. Oh, was ist das? Warte mal. Das leuchtet dann nur so drauf. Nee, kann man definitiv nichts mitmachen. Warte mal, wo war das Inventar? Da, ich wollte mal kurz gucken, was das eigentlich. Wir haben Kupfererz, wir haben Lehm. Ja, hier ist der Text auch noch in Englisch. Also das sind halt so Sachen natürlich, die noch gemacht werden müssen. Aber, Eisenerz. Aber ganz ehrlich, es gibt Spiele, die sind schon jahrelang auf dem Markt, schon jahrelang released. Und, da ist immer noch nicht komplett alles eingedeutscht.
Und ich denke mal auch, das ist nicht unbedingt so einfach. Also wenn du vor allen Dingen diverse Sprachen das Spiel anbietest, da alles immer aktuell zu halten, auch wenn du ein Update hast, dann muss ich auch wieder gucken, dass alle Texte passen. Und entweder gibst du das an eine externe Firma ab, die natürlich aber auch ganz gut Geld haben will, oder du versuchst das selber zu wuppen. Und über so kleinere Sachen kann ich hinwegsehen. Da habe ich kein Problem mit. Aber gut, da ist ja jeder anders. So, ja, wir sammeln so ein bisschen was ein. Was haben wir? 10.50 Uhr? Also ich weiß nicht, was ich da vorhin hatte. Entweder habe ich wirklich überhaupt nicht auf die Zeit geguckt, aber es war ganz merkwürdig. Also ich wurde auch nicht vorgewarnt, gar nichts. Auf einmal, ich habe das Ding abgebaut und dann war ich weg. Und auf einmal wache ich in meinem Bett wieder auf. Das war ein bisschen strange. Achso, warte mal. Gemischwarenladen. Da müssen wir auch nochmal vorbeischauen. Ich habe doch hier 2000 Münzen. Ja, und auch bald keine Energie mehr, sehe ich gerade. Ich brauche was zum Anbauen. Ne? Der Mensch lebt ja nicht von 5 Rüben alleine. Und die brauche ich allein schon für Benjamin. Muss ich jetzt jede Stufe... Achso, bin ich... Ne, ich bin jetzt... Warte mal. Ich will wieder raus. Ich will raus. Ah, so. Ach so. Der bringt mich dann jedes Mal zum Eingang. Alles klar. So, wenn man jetzt hier hochgeht, da gibt es gar nicht viel besonders Neues. Oder irgendwas Spannendes noch. Das Einzige, was ich entdeckt habe, ist... es ist doch weiter oben. Dann gehen wir da mal kurz hin. Und zwar... Hier, genau. Diese Stelle. Also da kannst du natürlich nicht durchkloppen. Und hier steht ja auch ein Schild. Kann man es lesen? Ja. Rockfall Peak. Wegen Steinschlag blockiert. Kann mir vorstellen, dass das irgendwann... freigeschaltet wird. Oder vielleicht noch mit einem Update kommen soll. Das nehmen wir gleich mal mit. Ja, und ich weiß, da liegt ganz viel Zeug. Und... Aber ich muss ja nicht alles einsammeln. Ich bin ja sowieso reich. So, dann muss ich erstmal den Gemischwarenladen finden. Blind. Ich weiß gar nicht, stand ich da schon mal vor? Also vor dem Innen stand ich schon mal, ja. Was ist das hier? Das ist Britneys, kleines Haus. Das ist sehr bescheiden. Britney, was hast du? Du hast Tiere. Da können wir doch gleich mal gucken. Wir können Hühner, Kühe, Schafe, Küken. Achso, Küken kostet dann 100 und das Huhn, okay. Wächst in 4 Tagen. Ah, und deswegen kostet das fertige Huhn 400. Macht Sinn. Ja, muss man sich überlegen, ob man da ein bisschen Geld sparen möchte. Ein Hahn kann ein Ei pro Woche befruchten. Achso, ich wollte gerade sagen, Ei. Aha. Okay, also brauchten wir ein Huhn und ein Hahn. Dann lassen wir das Ei liegen. Und dann produzieren wir selber. Na, mal gucken. Ziegen, Jack. Gibt Milch. Na klar, was sonst? Aber das gibt doch die Kuh auch schon. Einmal am Tag. Ja, sieht einfach nur anders aus, ne? Okay, da kommen wir später drauf zurück. Wer ist das? Achso, hier. Ja, genau. Stella. Du bist also der neue Farmer. Das ist das. Aber wir haben uns schon vorgestellt. Stella, mach keinen Blödsinn. Ich kenne dich schon. Okay, also Gemischwarenladen. Gemischwarenladen. Ach, ich glaube, hier ging es nicht mehr weiter. Ja, da sagt er ja irgendwann hier, nee, wir wollen hier bleiben. Du willst das gar nicht verlassen. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Wahrscheinlich hier in Richtung Stadt. Moin. Richtung Stadt, ja. Und wir gehen nochmal zur Mine. Nein, das machen wir nicht. Oh, der Laden hat auf. Ah. Was haben wir da? Gurken. Wir hätten Erdbeeren. Also alles wächst im... Ah, guck mal hier. Also, das wächst nur im Frühling. Das wächst im Frühling. Das wächst Sommer, Herbst, Frühling. Sommer, Herbst, Frühling, Winter. Was ist das? Zuckerrohr. Okay. Also, wir können alles anbauen. Also, alle Sachen, die hier sind. Manche Sachen sind sogar über mehrere Saison. Und du kriegst unten immer gleich einmal den Kaufpreis, Verkaufspreis, Erntepreis. Okay, was ist denn der Erntepreis? Verkaufspreis? Achso, warte mal. Alles klar, der Kaufpreis von der Saat ist 45. Verkaufen? Nee, das steht ja die Pflanze. Oder ist... Das werden wir gleich mal gucken. Also, Ah, okay. Machen wir... Ich will es auch nicht übertreiben. Oh, hoppala. Das ist sehr teuer. wir nehmen
5 Erdbeeren. Oh, das ist ja alles ein bisschen teurer, aber 10 ist okay. Ja, das ist auch sehr teuer. Dann nehmen wir mal 5. Ja. Und jetzt würde ich mal gucken, wie kann ich denn bestätigen... Ne, das müssen wir mal über die Kiste herausfinden. Warte mal, was würde... Was kosten Gurkensamen im Verkaufspreis? 6. Klar, also die Hälfte. Wahrscheinlich immer die Hälfte. Ich werde das mal über meine Box jetzt mal ausprobieren. Ich kann es ja wieder zurückholen. Und ich habe da, glaube ich, 10 von geholt. Kann man die auch einzeln? Das ist Gurke. Achso, ich kann ja sagen 1. Ja, Gesamt 6. Okay, das bezieht sich auf die Samen. Also das heißt, wenn du die Samen verkaufst, kriegst du die Hälfte halt wieder. Und der Verkaufspreis der Ernte ist dann, genau, die fertige Frucht. Alles klar. So, jetzt brauchen wir mal ein bisschen Platz hier. Das geht doch so nicht. Ich sehe ja nichts. Der Baum muss weg. Was ich ganz lustig finde, dass die Bäume einfach so langsam einknicken. Und dann irgendwann weg sind. So, das nehmen wir auch weg. So. Ach, die Energie ist alle. Oh, jetzt weiß ich, warum das passiert ist. Oh, das ist aber, muss man sagen, wirklich sehr hart. Okay. Zack und weg ist er. Oh Gott. Okay, das war meine Energie. Herr Fluff, warte. Ja. Ich finde, das könnte man ein bisschen anders gestalten, oder? So ein bisschen vorwarnen. Oder halt nicht ins Bett. Du kannst einfach nichts machen. Das Spiel bestraft dich ja dermaßen. Heftig. Ohne Vorankündigung. Bam. Also da müsst ihr echt drauf achten. Oben links die Energie. Da ein Auge drauf haben. Meine Herren. Ach, hallo, kannst du das mal wegschneiden? So, und ich muss ja auch immer noch ein paar Leute kennenlernen. Ich kenne ja noch nicht alle. Ja, du haust vorbei. Hau doch mal drauf. Hau doch mal. Habe ich jetzt die Axt? Ja. Ich glaube, das ist jetzt auch so ein bisschen buggy, ne? Ich kann das Ding jetzt nicht wegkloppen. Ja, das kann ich machen. Und das natürlich auch nicht. Also wenn du das nicht sofort wegkloppst, hast du da ein Problem. Jetzt bleibt das Ding hier für immer stehen oder wie oder was. Whatever. Ah, gut. Es ist erstmal wie es ist. Aber wir brauchen erstmal... Ich lasse einen Platz frei. Ich glaube, ich hatte ja so ein paar Sachen mit 5. Dann bauen wir die doch mal ähnlich an. Genau, da drüben sehe ich das schon. Das sind jetzt die Erdbeeren. Lalalala. Schön Erdbeeren, lecker, lecker. Und dann haben wir nochmal was mit 5. Habe ich eigentlich 2 Sachen mit 5? Nö. 1 noch. Und zweimal mit 10. Dann bauen wir das doch so an. Warte mal, das wäre dran. Ja, das will ich nicht. Machen wir das genauso im gleichen Schema. Im gleichen Schema. Dann sieht das auch schön einheitlich aus. Ne? Das ist doch schön. Das ist doch richtig gut. So, zack, zack, zack. Hallo, hallo. Ja, danke. So, das haben wir 2x10. Und dafür haue ich immer die Bäume weg, damit ich überhaupt was sehe hier. Der Baum muss weg. Der Baum muss weg. Guck mal, jetzt haue ich den weg. Und da geht es halt eben nicht mehr. Also ich habe überhaupt keine Möglichkeit, da noch dran zu hauen. Es ist schade. Das wäre zum Beispiel, wo ich sage, das ist jetzt buggy. Ich hoffe, dass da wieder ein neuer Baum rauswächst irgendwie und dann wird das wieder... Ist das dein Ernst? War die Energie weg? Das kann nicht sein. Geht die so schnell weg von dem paar Bäume kloppen? Es regnet. Ey, das muss ich mir nachher nochmal eine Aufnahme angucken. Das ist ja verrückt. Das ist verrückt. Ey, also das ist immer noch... Da kommst du nicht ran. Und der Baum steht wieder 1. Da muss ich jetzt mal nach Energie gucken. Ja, das geht wirklich extrem schnell. Ja, dann war es die Energie jetzt. Wow, also... Puh. Finde ich schon... Ja, schon hart, oder? Oh, ehrlich, das ist auch hart. Das ist ein bisschen sehr hart. Also da wäre auch ganz gut, wenn er das vorankündigt. So, in der Reihe würde ich jetzt eigentlich nicht. Kann man es auch wieder zumachen? Nee, leider nicht. Ah, wegkloppen kann man es. Okay, das ist gut. Gehen wir einmal runter, so.
Das Schöne ist, es regnet. Da muss ich nichts machen mit dem Gießen. So, dann machen wir das hier auch nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. So, das sind ja die 10er-Felder. Oben sind die 5er-Felder. Man könnte noch ein Feld dazu machen. Dann sind es 6er-Felder. Sieht ein bisschen besser aus, aber gut. Gut, was haben wir da? Das ist Gurke. Ich habe jetzt voll Schiss, ne? Ich gucke ja wieder nicht auf die. Da guckst du ja gar nicht hin. Du gehst ja nicht davon aus, dass du so schnell umfällst. So, was haben wir hier noch? Ich weiß es gar nicht. Irgendwas haben wir da noch. Zack, zack, zack. Ist auch egal. Hauptsache es wächst. Ja, dann haben wir erstmal alles angebaut, was es gibt. Und ich würde jetzt ganz gerne eigentlich mal die letzten Leute suchen, die ich finden soll. Warte mal. Ich muss mich bei meinen Nachbarn. Es wäre jetzt schön, wenn mir gesagt wird, wie viele es sind. Ne? Das wäre so ein bisschen cool. Das wäre so ein bisschen cool. Das wäre richtig cool. Da fehlen ja noch ein paar. Und an manche kommt es ja auch schlecht ran. Das ist ja das Problem. So wie jetzt zum Beispiel hier die. Die sehe ich aber nur hier am Stand. Das ist ein bisschen, Ist ja auch Sonntag. Heute sieht es wahrscheinlich gar keiner. Heute traut sich keiner raus. Ja, der Vogel fliegt auch weg. Ja, kein Bock mehr. Warte mal, kennen wir uns schon? Ja, ich schwöre es. Mein Papa will, dass ich sterbe, wenn er mich bei diesem Wetter zur Arbeit schickt. Das will er definitiv, ja. Was ist das für ein Laden? Ah, das ist der Gemischwarenladen. Er ist von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Samstags ist er geschlossen. Dünn. Muss er auf sein. Sonntags auf, okay. Alter, bleib mit deinem Messer weg. Ui. Muss ich an den Dings ran? Muss ich zu dir? Hallo, willkommen bei Serge Gemischwarenladen. Nur reden, Küchengeräte kaufen. Okay, wie kann ich dir helfen? Oh, dein Haus hat keine Küche, als wäre dieser Gegenstand nicht wirklich von Nutzen für dich. Komm wieder, wenn du eine Küche in dein Haus eingebaut hast. Okay. Nichts, danke. Aber dafür habe ich ein Klo. Und mal ganz ehrlich, in welchem Farming-Spiel gibt es eine Toilette? Also ein eingerichtetes Bad. Das hast du uns auch nicht. Die gehen alle immer in den Wald zum Notdurft verrichten. So, hier gibt es Honig, es gibt Kondensmilch, Müsli-Schachtel, Essig, Öl, Schokolade, weiße Schokolade, Brot, Zucker, Reis, Zimt, Teebeutel, Mehl und Kaffeebohnen. Das ist wahrscheinlich hier alles das gleiche, ne? Ja, genau. Was ist da? Könnt ihr irgendwas machen? Aha, hier kaufen wir Brot oder Brotscheibe. Ja, kannst natürlich, wie viel bringt das? 5 Energie, 3 Energie. Die Frage ist, wie viel ist 3 und 5? Sieht man das irgendwo? Nee. Ah, hier. Orangenlimo macht gar nichts. Eine zuckerfreie Limonade, die mit Orange aus der Stadt hergestellt wird. Ja klar, da wachsen ja auch genug von. Dann dürfte das Zeug eigentlich nichts wert sein. Aha. Und hier kannst du halt eben diverse Sachen fertig schon kaufen. Aber das ist ja das, was ich anbaue. Das hier, Weizen, habe ich bis jetzt nicht. Kommt vielleicht in einer Saison. Achso, das ist nochmal dasselbe. Und hier, Saaten. Ah, okay. Kaufpreis? Machen wir das jetzt? Ach, das ist Kohl. Ah! Ui, da gibt es noch eine ganze Menge mehr. Jasmin, rosa Gänseblümchen, Zuckerrohr. Zuckerrohr hatte ich aber... Hatte ich nicht Zuckerrohr dabei bei den anderen? Ich meine, Weizen, da ist er. Das wird jetzt aber... Ich brauche mehr Geld. Ich glaube, ich muss mit der Runde drehen, ein paar Sachen einsammeln. Deswegen kann man hier so viel einsammeln, weil es so teuer ist. Wir hatten schon... Die Frage ist, was ist das hier? Bibliothek. Okay, ist geschlossen. Hallo, ich will das nochmal lesen. Von 10 bis 19 Uhr. Mach gleich auf, okay. Weil ich suche ja immer noch irgendwelche Leute. Und ich weiß ja nicht wen. Im Innen. Wir schauen mal im Innen rein. Da ist immer auf. Da kannst du immer rein. Wir kennen uns schon. Naja, okay. Frühshoppen macht ja keiner. Okay, da treffen wir niemanden. Dann gehen wir mal weiter. Wir müssen doch irgendwo... Den Ball muss ich mal kicken. Die letzten paar Leute finden können. Kann ich mit dem Rad fahren? Na, geil. Das ist wiederum cool, ne? Das ist ja sowas achten. Was ich auch ganz witzig fand.
Nee, kann ich rein. Was ich auch ganz witzig fand, ist, es gab hier irgendwo ein Haus mit einer Glastür und wenn du dagegen klopfst, also sonst hörst du so ein hölzernes Geräusch oder hörst du dann, als wenn du gegen eine Glasscheibe klopfst. Das wiederum finde ich schon ganz, ganz nett, dass man auf sowas achtet. Ich könnte auch ein paar Fische angeln. Okay, wir haben ein paar Fische. Das ist ja hier zum Glück sehr leicht. Jedes Mal, wenn Ausrufezeichen kommt, draufdrücken, fertig ist. Da kommt schon einer. Zack. Ah, konnte entkommen. Okay. Das ist natürlich okay. Der konnte nicht entkommen. Zack. Also du kannst hier wirklich im Akkord Fische fangen. Zack, zack. Und der nächste, zack, zack. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Es ist natürlich sehr leicht und man kommt sehr schnell zu Fisch. Aber es hat ja so gar keinen Anspruch, also. Zack. Und gleich wieder raus. Und nächsten, zack, und wieder raus. Wahnsinn. Aber gut. So kriegt man schnell Fische. Schnell, 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 das sind ganz viele. Na, schade. So, bevor wir hier den ganzen Teich abgefischt haben, lassen wir das erstmal. Wie viel habe ich jetzt eigentlich? Erstmal, ah ja, da, okay. So, was haben wir gefunden? Wir haben Rotschwanz. Was? Rotschwanz Salmler. Bringt 14 das Stück. Der bringt 8. Blauer Sonnenbarsch. Er trägt Tarnfarben. Hat ihm nichts genützt. Drachenfisch. Ein drachenähnlicher Kerl. 11 bringt er Verkauf. Der bringt 15. Traue ihr nicht. Okay. Ich werde es nicht tun. Ich mache es definitiv nicht. Gut. Aber wo sind die letzten? Aber wir können doch jetzt in die Bibliothek. Gehen wir mal in die Bibliothek rein. Vielleicht treffe ich da noch jemanden. Nein, das ist der Inn-Captain. Nicht immer in den Inn. Heute mal ein bisschen Bildung. Ich wollte gerade die Karte aufrufen. Aber ist ja nicht. So. Moin. Warte mal, haben wir ja schon miteinander geredet? Ich komme da nicht hin, verdammt. Hallo. Hallo. Ich würde gerne... Muss ich bimmeln? Wie kommen wir... Ah. Na, hallo. Bist du casual? Ich habe schon viel von dir gehört. Ja, ich bin casual, aber... Berühmt? Ich bin Natalie, die Bibliothekarin. Und du bist berühmt. Oh ja, Julia redet schon seit Wochen über dich. Also ich bin erst seit 5 Tagen hier und die redet schon seit Wochen über mich? Okay. Wir versuchen hier etwas Gutes zu tun und deine Farm wird dabei eine große Hilfe sein. Bitte gib mir Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Julia zählt auf uns. Okay. So, oh. Es gibt eine Menge Bücher über die Farmarbeit hier. Sie könnten nützlich sein. Feldfrüchte, die ganze Jahreszeit über wachsen. Achso, Feldfrüchte, die über die ganze Zeit Jahre sind profitabler. Aha, als solche, die man nur einmal ernten kann. Siehst du? Haben wir schon wieder was gelernt. Sie sind jedoch wartungsintensiver. Ist auch kein Auto. Und du musst den ganzen Monat über die gleichen Produkte verkaufen. Ja, das stimmt. Überlege dir, ob du kurzfristig niedrige oder langfristig höhere Gewinne erzielen willst. Wo ist die Option? Höhere Gewinne auf kurze Sicht? Tja. Trägt den Titel, die besten Methoden, um Hexen abzuwehren. Oh, das ist interessant. Da steht, eine der besten Methoden, mit Hexen umzugehen, ist, nachts ein Stück Kuchen vor dein Fenster zu stellen. Wenn das Stück am nächsten Tag weg ist, bedeutet das, dass es funktioniert hat. Ersetze es jeden Tag, sonst kommt die Hexe zurück. Es scheint mir logisch. Es könnte aber auch sein, dass es einfach mal eine Katze war. Aber gut. Wir werden es ausprobieren, bestimmt. So, Bibliothek. Nee, zu dir komme ich ja jetzt gar nicht. Wo sind die Leute, die ich suche? Ist da, kann man hier was? Es gibt einige Broschüren über Veranstaltungen in der Stadt. Tomatenkrieg, 14. Frühling, Schwimmfest im Sommer, den 6. und Hühnerrennen am 23. im Herbst. Also, das sind wahrscheinlich die drei Events, die es gibt. Was haben wir denn hier? Ist das das Rathaus gewesen? Es sieht so ein bisschen nach einem Rathaus aus. Hallo, keiner da. Kann ich mir hier eine Limo ziehen? Jo, das Zeug, das... Klar, die Orangen gibt es hier im Übermaß. Hallo, hallo, telefonieren. Ne, diesmal klingelt es nicht. Hier kommen wir gar nicht durch. Der Rondell geht gar nicht weiter. Na, ich habe doch nur die Tür berührt. Ich will ja nicht rein. Danke.
Ah, okay. Ja, dann ist das auf jeden Fall die Town Hall hier. Wenn da die Bürgermeisterin wohnt. Kurze Wege. Hier, das meine ich mit der Tür, aber die... Ja, ist jetzt offen. Aber die klingt da wirklich nach Glas. Hatten wir schon miteinander geredet? Sieh an, sieh an. Was haben wir denn hier? Was? Ich bin Casual. Ich bin hergezogen, um Farmer zu werden. Farmer? Oje, was für ein gefährlicher Beruf. Du könntest dir mit der Hacke ein Auge ausstechen oder ein paar Finger verlieren, wenn du die Sense schwingst. Oder du könntest dir eine schreckliche Krankheit von deinen Kühen einfangen. Komm zu mir, wenn was passiert. Ich bring dich so gut wie neu in Ordnung. Okay. Mach dir keine Sorgen, wenn du bei diesem Regen arbeitest. Ich werde deine Erkältung mit einer Spritze halten. Ich will hier ganz schnell raus. Ich will hier ganz schnell raus. Gottes Willen. Da bist du, wenn du da reingehst, da nimmst du ja mehr Krankheit mit, als du wieder hingebracht hast. So, tja, wen suche ich noch? Ich muss mich bei meinem Nachbarn vorstellen. Die Steckrüben ist klar und zu den anderen soll ich, wenn ich, alle getroffen habe. Wir gucken nochmal. Also es fehlen ja noch, also es könnten noch 2, 4, 6, 8, 10, 11 Leute fehlen, wenn das Ding komplett voll gemacht wird. Und das wäre echt viel, muss man sagen. Oh, das nehmen wir mal mit. Jetzt schauen wir doch mal. Ach hier, warte mal, wer ist das? Ah, das ist der Schmied. Tür ist verschlossen. Gehen wir doch mal zum Schmied. Und der kann uns doch mal unsere... Ja. Ein Eisenbarren kann er uns machen. Okay. Das haben wir alles nicht. Was haben wir da? Gold, Nuggets, Gold, Erz, Diamant, Rubin. Was wäre da mal cool zu haben? Naja, gut, das bringt mir noch nichts, weil ich habe keine Eier. Käse bringt mir nichts. Ein Heuchrockner wäre ganz gut. Dazu bräuchte ich aber erstmal Silber. Das ist eine Futtermühle. Verwandelt Mais und andere Feldfrüchte mit dem Wundertechnik. Das wäre, glaube ich, sehr gut. Eisenbarren, Silberbarren. Ich muss halt nur sehen, dass ich an Silber komme. Eisen haben wir ja schon. Ich glaube, das ist gut. Dann Mais anbauen und dann machen wir Hühnerfutter. Weil ein Huhn haben, und das kostet ja auch nicht viel Geld. Das wäre ein gutes Ziel. Und, naja, Bienen auch halt, ne? Kostet 900 das Ding. Und wir bräuchten halt noch Silber. Silber ist halt so ein bisschen. Gut, wird wahrscheinlich tiefer in der Mine kommen. Aber dadurch, also ich muss auf jeden Fall was zu essen herstellen. Das ist hier schon mal das A und O. Also bei dem bisschen Energie. Und wer weiß, ob das jemals mehr wird. Vielleicht liegt ja auch deshalb so viel Zeug rum. Du kannst so viel Orangen sammeln. Was bringt so eine Orange Energie? 5. 5. Und das bringt 3. Jetzt wollen wir noch mal gucken, wenn ich das esse. Wie viel ist 5 eigentlich? So, das wäre jetzt 5. Ein so ein Ding. Ja, oder nicht ganz. Ja. Man muss schon sehr viel davon essen. Die kannst du auch wegballern. Schön. Du kannst alles. So. Jetzt habe ich mir alles reingezogen, was geht. Dann bin ich wieder voll Energie. Richtig gut. Ja, moin. Entschuldige bitte. Ich bin neu hier in der Gegend und wollte mich vorstellen. Kannst du jetzt reden? Ja, ich denke, das kann ich. Also, ich heiße Casual. Ich bin der neue Farmer in der Stadt. Wie ist dein Name? Ich bin Cindy. Ich bin auch eine Farmerin. Ja, viel Glück dabei, ein Gefangener des Landes zu sein. Das klingt wirklich sehr motiviert. Was aber den Zustand dieser Farm erklärt. Die haben da anscheinend nicht so Bock drauf. Okay, kann ich was verkaufen? Nö, ich würde aber ganz gerne mal so ein paar Sachen... Ich habe doch hier drin auch eine Box. Genau hier, und da können wir noch mal ein bisschen was reinlegen. Achso, der packt das gleich rein, wenn du das in der Hand hältst, okay. So, ich glaube den Autoreifen und die Flasche, die werde ich... verkaufen, sofern das Ding einen Preis hat. So. Ja, so wird der Kram doch erstmal los. Ich würde noch mal gerne in die Mine gucken. Ich habe ja ein bisschen Energie. Muss aber tierisch aufpassen. Also da wäre echt gut, wenn du eine Warnung vorweg kriegst. Irgendwie sowas, weil das geht einfach zu rapide. Du bist am Kloppen. Und auf einmal wärst du da aus dem Spiel rausgerissen. Und liegst auf einmal wieder im Bett.
Und weiß gar nicht, wie die geschieht. So, klappen wir noch ein bisschen was weg. Bisschen Kubber. Also am besten wäre ja eigentlich... Und das geht auch sehr schnell, ne? Guckt halt mal an. Wie schnell man hier Energie verliert. Ah, jetzt geht's. Jetzt geht's, aber eben war das schon... War das schon wieder flotti. Ja, Eisen ist gut. Silber wäre gut. Ist ja auch die Frage, es gibt ja hier... Also du kriegst ja auch keine Anzeige für Ebenen. Du gehst einfach in einen neuen Bereich und es wird wieder neu aufgefüllt, denke ich mal. Von daher ist ja die Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass du irgendwo Silber bekommst. Also in der Regel ist ja so, du kommst in eine tiefere Ebene und dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass da irgendwie Silber erscheint. Oder irgendwas anderes. Aber hier siehst du jetzt ja, du siehst ja keine Ebenen, also von daher weißt du gar nicht, wo bist du, wo bist du hier eigentlich? Oder übersehe ich das gerade? Ich sehe es eigentlich nicht. Also ganz wichtig wird sein, viel zu essen machen. Wenn das mit der Energie so bleibt. Weil sonst kommst du hier nicht weit. Ich gucke jetzt panisch auf meine Anzeige da oben. Damit ich ja den Moment nicht verpasse, wo ich ins Bett hier muss. Bin ein bisschen geblendet hier. Ach, so. Also wenn der letzte Balken da ist, dann muss ich ja aufhören. Ich suche jetzt eigentlich gerade den Abstieg. Aber der will sich gar nicht so offenbaren. Hier vielleicht? Nee. Oh, warte mal. Was ist denn das hier? Na gut, aber Chris ist ja nicht weggekloppt. Schade. Ich dachte, da komme ich dann durch. Naja, gut. Ist halt auch nur Optik anscheinend. Lalalala. Wir kloppen das mal weg. Ah, okay. Ich habe nichts gesagt. Ich hätte schon lange weitergekonnt. Ja, dann wäre das natürlich schwierig mit dem Silber. Nehmen wir mal ein bisschen mehr Eisen mit. Ich glaube, ich brauche mehr Eisen. Kupfer habe ich so gar nicht gesehen. Und ist ja auch die Frage, kann man seine Werkzeuge verbessern? Beim Schmied hatte ich da jetzt nichts gesehen. Vielleicht wird es auch freigeschaltet. Man weiß es nicht. So, aufpassen. Gleich kommt der letzte Balken. Ja, einen kriegen wir noch. Einen kriegen wir noch. So, jetzt ist aber auch wirklich Ultimo. Weiter. Oh, habe ich da Gold gefunden? Habe ich da Gold gefunden? Ist das Gold? Ich muss einmal das Inventar finden. Da ist es. Ja, krass. Und das auf diesen Ebenen hier. Heftig. Ja, hier könnte ich jetzt weiter runter. Dann machen wir das einmal. Und dann gehen wir wieder raus. Mal gucken, ob wir noch Silber finden würden. Sieht alles aus wie Eisen. Kupfer. Nee, Gold sieht schlecht aus. Gold. Silber sieht schlecht aus. Aber ich will jetzt auch eigentlich raus hier. Du sollst mich zur Tür bringen, Junge. Ja, danke. Es regnet immer noch, na klar. Ja, das sieht halt ein bisschen... Also was halt cool wäre... Wenn ich jetzt, so wie jetzt halt eben, die Lebensenergie unten ist, oder die Ausdauer unten ist, dass du vorgewarnt wirst. Weil du guckst ja dann nicht immer hin, klopfst, zack, auf einmal wird der Bildschirm schwarz und du wachst wieder in deinem Bett auf. Wobei, es kann natürlich auch sein, ich habe gar nicht drauf geguckt, ich glaube, es hat keine Auswirkung, ne? Also du wachst mit voller Energie auf, hast halt den Tag halt ein bisschen verplempert vielleicht. Gut. Aber ich fände es schon anders schöner. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wir machen mal das Licht an. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Und ob es jetzt wirklich eine Karte gibt oder nicht. Ich finde keine. Also ich kann hier drücken, was ich will. Auf M ist nichts und beim Steuerkreuz ist nichts. Und auf den anderen Tasten habe ich auch nichts gefunden. Aber kann ja sein, dass ich es trotzdem irgendwie übersehe. Ansonsten würde mich natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder reinschaut. Das wäre richtig prima. Und ich bleibe mit einem Ciao, ciao.